Hallo meine lieben Freunde, und hier haben wir einen Maronenröhrling. Das ist ein Speisepilz, der auch in Deutschland als Marktpilz gehandelt wird und der ist häufig in Nadelwäldern anzutreffen. So, man erkennt den an seiner dunklen Huthaut und an den feinen Poren hier unterhalb der Huthaut, die, wenn man da drauf drückt, da kann man jetzt ein kleines Phänomen beobachten, dass sie sich blitzartig so grünlich-bläulich verfärben. Das ist jetzt nichts, wovor man Angst haben muss. Das ist halt einfach eine chemische Reaktion, wo sich die gelben Farbstoffe, die im Pilz drin sind, unter Sauerstoffzufuhr bläulich verfärben. Dann hat der Pilz noch eine Maserung am Stiel. Die verläuft so von oben nach unten. Die kann bei jungen Pilzen dieser Art so ein bisschen bronzefarben sein. Deswegen kann man den Pilz, wenn er jung ist, auch leicht mit einem Steinpilz verwechseln. Ansonsten könnte man diesen Pilz beispielsweise noch mit einem Sandröhrling verwechseln. Der hat allerdings einen eher helleren Hut und ist nicht immer so stark blauend wie der hier zum Beispiel. Dann zum Beispiel noch mit dem Gallenröhrling. Das ist auch ein medizinisch wertvoller Pilz. Der hat allerdings beispielsweise einen eher helleren Hut und einen bitteren Geschmack. Mit der Ziegenlippe könnte man diesen Pilz beispielsweise auch noch verwechseln. Die Ziegenlippe hat allerdings auch einen eher helleren Hut und eher weitere Poren, die auch sehr kräftig gelb sind. Und die Ziegenlippe ist auch ein Pilz, der eher bei Laubbäumen wächst.